Moin, ich bin Susanne. Wir bei XO sind ein recht kleines Team. Dadurch erfolgen Abstimmungen normalerweise unkompliziert und schnell, gern auch mal zwischen Tür und Angel. Dennoch ist es auch für uns wichtig, in regelmäßigen Abständen auf unsere Zusammenarbeit zu schauen, ob es allen im Team gut geht und wie grundsätzlich die Stimmung ist. Eine super Methode hierfür kommt aus der agilen Softwareentwicklung und heißt Retrospektive. Was das ist und wie das genau funktioniert, erkläre ich dir jetzt. Retrospektive oder kurz Retro bedeutet so viel wie Rückblick oder Zurückschau und das beschreibt schon ziemlich gut, worum es hier geht. Regelmäßig, zum Beispiel einmal im Monat, kommt das ganze Team zusammen und schaut gemeinsam zurück auf den letzten Monat. Ziel der Retrospektive ist es, die Zusammenarbeit im Team, das heißt Abläufe und Prozesse, zu verbessern. Konkrete Maßnahmen auf Basis von gewonnenen Erkenntnissen zu formulieren und auch zu überprüfen, Raum für offenes Feedback im Team zu geben und so letztlich Missverständnisse und auch Frust zu vermeiden. Diese Rückschau kann im Detail ganz unterschiedliche Formen haben. Im Kern folgt sie aber drei Schritten. Erstens Sammeln von Informationen, zweitens Muster erkennen und drittens Maßnahmen definieren. Im ersten Schritt werden zunächst Informationen über den zurückliegenden Zeitraum gesammelt. Hierfür beantwortet jeder im Team eine Reihe von Fragen und hält die Antworten auf Post-its fest. In der klassischen Variante sind das, was lief gut, was lief schlecht und was können wir verbessern. Aus der Anwendung dieser klassischen Retrospektive wurden inzwischen eine ganze Reihe von Varianten entwickelt. Einige haben weitere Elemente wie zum Beispiel, was habe ich gelernt in der 4L-Methode. Andere bieten mehr Abstufungen wie weniger davon oder mehr davon wie in der Seestern-Methode. Einige sind auch einfach nur stärker visualisiert oder grundsätzlich spielerisch. Du findest eine Auswahl von Varianten unter diesem Video. Probier doch einfach mal aus, welche für dein Team am besten funktioniert. Unabhängig davon, für welche Form des Sammelns du dich mit deinem Team entschieden hast, folgt im Anschluss die Suche nach Mustern. Hierfür teilt zunächst jeder im Team seine auf Post-its festgehaltenen Antworten. Bei gleichen oder ähnlichen Antworten können die Teammitglieder direkt ergänzen. Auf diese Weise entstehen Cluster oder eben Muster, die zeigen, welche Themen im Team gerade wichtig sind und wo es Probleme gibt. Das Sammeln und das Teilen der Antworten könnt ihr übrigens für jede Frage einzeln oder für alle Fragen zusammen machen. Wir bei XO machen es schrittweise und teilen zunächst alle Antworten zu einer Frage, bevor wir zur nächsten Frage weitergehen. Wenn alle Antworten an der Wand hängen und sortiert sind, beginnt Schritt 3. Die offenliegenden Themen werden nun der Reihe nach besprochen, priorisiert und gegebenenfalls Rückfragen beantwortet. Anschließend werden zu den aktuellen Problemen Lösungsvorschläge erarbeitet. Auch das erfolgt wieder im Stile von Together Alone. Das heißt, zunächst sammelt jeder für sich Lösungsvorschläge, teilt sie dann im Team und anschließend werden die passendsten ausgewählt. Damit das Ganze auch wirklich umgesetzt wird, erhält jede Maßnahme eine zuständige Person. Am Ende der Retrospektive hat jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin nochmal die Möglichkeit, Feedback oder gegebenenfalls auch Verbesserungsvorschläge zur Retro selbst zu geben. Fazit: Die Retrospektive ist ein wunderbares Tool, um Missverständnisse, Hindernisse und Frust im Team aufzudecken und aufzulösen. Sie eignet sich auch hervorragend für Teams, die sonst nicht nach agilen Methoden arbeiten. Damit die Retrospektive erfolgreich ist, sind zwei Dinge besonders wichtig: Vertrauen und Wertschätzung. Nur wer vertraut, teilt offen sein Feedback. Und nur wenn sich alle mit Wertschätzung und Respekt begegnen, wird dieses Feedback auch angenommen. Probier es doch einfach mal aus. Mehr zum Thema Retrospektive findest du in den Links unter diesem Video. Und wenn du Fragen oder Feedback hast, dann hinterlass uns gerne einen Kommentar. Bis bald!